Wenn ich zu euch komme, habe ich zwangsläufig einen Finger im Po. Hoffentlich nicht vorher, aber bei der Untersuchung kann das tatsächlich passieren. Der berühmte Finger im Po oder die sogenannte Hafenrundfahrt. Das kann man auch nicht bestätigen, weil das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, was man hat. Wenn jetzt jemand Nierensteine hat, würde man ja eher nach den Nieren gucken und nicht zwingend den Finger in den Po stecken. Ich meine, wir Urologen machen das ja vielleicht auch nicht unbedingt so mega gerne. Ihr seid der Männerarzt, oder? Ja, also die Krankheiten, die typischerweise Männer bekommen, werden vor allem beim Urologen behandelt. Vorwiegend Männer, aber nicht nur. Das heißt auch Mädchen und Frauen können in jedem Alter zum Urologen kommen. Viele von uns sind auch Andrologen. Das heißt, wir kümmern uns um Sexualität des Mannes, um Fortpflanzung. Und insofern sind wir auch Männerärzte. Was ist das Krasseste, was ihr mal in einem Penis oder Anus gefunden habt? Es gibt autoerotische Stimulationen. Leute stimulieren die Harnröhre mit Pfeifenreinigern, Drähte. Es gibt Rosen. Ja, also meistens auch Sachen, die wirklich wehtun. Bei mir war das ein Aquariumschlauch, den sich ein ganz junger Mann da eingeführt hat und der sich dann innen verknotet hat und nicht mehr raus. Das Krasseste, was ich mal gefunden habe, war eine Bierflasche. Die musste dann operativ entfernt werden. Das Krasseste, was ich auch mal gefunden habe, war gar nicht in der Harnröhre wunden, sondern wirklich unterm Penis. Das wurde da rein operiert im Gefängnis, war ein Stück einer Zahnbürste. Ein Marmorei, das hat sich ein älterer Herr immer eingeführt, der damit seine Prostata erwärmt hat. Er hat also ein aufgewärmtes Marmorei genommen, eingeführt und damit seine Prostata entspannt. Warum hängt ein Hoden immer tiefer? Weil die ansonsten beim Gehen gegeneinander schlagen. Das ist von der Natur so vorgesehen, damit die Hoden sich nicht in die Quere kommen. Das kann man zum Beispiel sehen, wenn man mal hinter einem Hund spazieren geht, dann sieht man, dass die Hoden in der Regel nicht auf der gleichen Höhe aufgehängt sind, sondern unterschiedlich hoch, sonst schlagen die ja wie Klick-Klack-Kugeln gegeneinander. Ihr lacht doch bestimmt über unseren Penis, wenn wir wieder weg sind. Natürlich lachen wir viel. Wir Urologen sind eine sehr lustige Fachgruppe, aber ins Lächerliche ziehen, das tun wir nicht. Weil die sehen alle ziemlich gleich aus. Es gibt zwar so gewisse Unterschiede, aber letztlich sehen die alle gleich aus. Immer. Nein, natürlich nicht. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch Berufsethos, natürlich auch ärztliche Schweigepflicht. Wir machen uns überhaupt nicht über Penisse lustig. Natürlich, wenn da einer zum Beispiel ein Problem mit seiner Penisgröße hat, dann muss man das auch ernst nehmen. In der Regel kann man das entkräften oder ins rechte Licht rücken. Im Studium habt ihr am härtesten gefeiert, ihr seid Partyhengste. Die Internisten sind vielleicht die Langweiligen, die Orthopäden sind die Sportskanonen. Und bei den Urologen, die müssen ja irgendwie lustig sein, weil sonst hätten sie dieses Fachgebiet ja nicht gewählt. Es ist tatsächlich so, dass wir den Ruf haben, eher die lustigste Fachgruppe zu sein und auch, dass wir auch ab und zu mal feiern können. Das gilt natürlich für alle Mediziner. Wir gehen nicht zum Lachen in den Keller.